Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Ja, ich dachte, ich filme mal wieder ein bisschen mit diesem Monat. Das heißt, ihr seht jetzt gleich einen Vlog für den Monat Oktober. Der ist deshalb auch ein bisschen länger. Und ja, viel Spaß dabei. Guten Morgen zusammen. Ich bin noch nicht so richtig wach, sehe wahrscheinlich auch so aus. Ja, ich dachte nur, ich kann mal wieder hier und da so ein bisschen mitfilmen. Ich habe jetzt endlich keine Klausuren mehr und es ist noch eine Woche Zeit, bis das Semester anfängt. Und ja, jetzt habe ich tatsächlich mal Ruhe. Diese Klausurenphase war ein bisschen heftig, weil ich ja, normalerweise sind es zwei Phasen, am Anfang der vorlesungsfreien Zeit im Juli und am Ende jetzt im September. Dadurch, dass ich ja aber davor im Praktikum war, hat sich das jetzt alles in die zweite geschoben. Und ja, die waren auch sehr dicht aufeinander getaktet. Also teilweise war da halt wirklich kein Tag dazwischen. Und ich bin schon ganz froh, dass ich einfach dann doch nicht gemacht hatte, weil sonst hätte ich 3 Tage hintereinander gehabt. Also ich hätte gar nicht gewusst, was ich dafür lernen soll. Ich hatte mich vor allem auf ein Fach konzentriert, was mir unglaublich wichtig war, wofür ich auch viel gelernt habe. Und entsprechend habe ich mir das für die anderen dann danach so im Schnellverfahren draufgezogen. Ich bin zum Glück ein echt schneller Lerner und weiß, dass ich das kann. Es kommt auch immer sehr auf das Fach an. Also dieses eine, wo ich so viel für gelernt habe, das hätte ich jetzt nicht innerhalb von 3 Tagen geschafft. Ein anderes habe ich halt innerhalb von 15 Stunden also an einem Tag, also einen Tag 12 Stunden und dann nochmal fünf, also nochmal 3 den nächsten Vormittag, habe ich es geschafft, mir den Stoff von dem ganzen Semester drauf zu spielen. Das geht zur Not. Aber er kommt, wie gesagt, auf das Fach an, weil das so ein Fach ist. Da gibt es immer so, sag ich mal, einen Kern, was man wissen muss. Und der Rest sind so viel, auch ein paar nette Geschichten drumherum und so. Also, und man kennt den ja nach einer Weile auch und weiß, was er gerne so abfragt. Und dann weiß man auch im Skript so, ah, das sind Sachen, die er wahrscheinlich abfragen könnte. So. Ja, insgesamt lief das trotzdem dafür noch ziemlich gut. Ja, also ich denke, das wird schon alles ganz gut geworden sein. Aber es war halt super stressig, weil ich bin ja halt zum Teil morgens aufgestanden, habe gelernt, bis ich wieder ins Bett gegangen bin. Und ja, jetzt bin ich so ein bisschen K.O. Außerdem habe ich Borreliose. Die habe ich mir aus dem Praktikum mitgebracht. Und das an sich ist nicht so schlimm, weil die merkt man ja erstmal nicht. Ich habe halt, man hat halt diese Ringelröte, diese Wanderröte. Das habe ich erst nach 3 Wochen gemerkt, was das ist, weil diese eine Zecke, die mich gebissen hat, und das war im Praktikum. Hier in Sachsen-Anhalt gibt es viel mehr Zecken und viel mehr Borreliose. In Schleswig-Holstein gibt es fast keine Borreliose. Und ein einziges Scheißvieh hat mich gebissen und infiziert. Und ich werde hier ständig von Zecken gebissen und da ist nie was passiert. Ja, aber da halt schon. Und ich habe es halt, wie gesagt, erst nach 3 Wochen gemerkt, weil diese Zecke auch nur ganz kurz dran war. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass da so ein roter Streifen ist und dass da endete aber auch genau meine kurze Hose. Und ich dachte erst, das ist nur so ein Abdruck vom Sitzen. So sah das halt aus, noch relativ dezent. Und ich habe mich halt gewundert, wieso das nicht weggeht. Und dann dachte ich erst, vielleicht ist das irgendwie so ein Mückenstich, wo eine Mücke mich mehrfach nebeneinander gestochen hat. Also manchmal machen die das ja, wenn man die dann irgendwie aufscheucht. Und dann war aber irritiert, weil das auch nicht gejuckt hat. Und dann nach 3 Wochen hat man dann langsam gesehen, was das ist. Weil das dann zum einen auch breiter wurde und sich auch von der Stelle bewegt hatte. Und dann, ich hatte das meinem Freund gezeigt und er guckte da so drauf und sagte, ja, guck mal, das wird doch ein Kreis. Und dann ging das halt, am Anfang war das halt nur so ein Bogen und dann nach 3 Wochen ging das halt langsam so hinten so rum. Und dann hat man gesehen, so, okay, wenn man jetzt so diese, das war halt ganz oben nah an der Hüfte, so, wenn man jetzt diese Krümmung, wenn man das Bein anwinkelt, so, wenn man das mal irgendwie mit dazu rechnet quasi, so davon wird es wahrscheinlich ein bisschen zusammengestaucht, so dann kriegt man so eine Ellipse zumindest. Naja, und dann bin ich halt natürlich sofort zum Arzt und habe jetzt so ein Breitbandantibiotikum gekriegt, das muss ich 20 Tage nehmen und dann ist Ruhe im Karton. Also weil ich halt war halt auch, ich erzähle das für die, die vielleicht auch mal gebissen werden, weil ich halt auch total verunsichert war und weil ich ja weiß, man kann Borreliose nicht heilen. Und ich dachte so, okay, habe ich das jetzt für den Rest meines Lebens und kann jetzt nur noch das Beste hoffen oder. Aber wenn man das so früh bemerkt mit dieser Wanderröte, dann kann man halt wohl das ziemlich gut noch mit Antibiotika behandeln. Und wie gesagt, ich kriege jetzt so Breitbandantibiotikum, muss ich 20 Tage nehmen und dann ist gut. Und ansonsten merkt man von der Erkrankung nichts, abgesehen halt von dieser Wanderröte. Was blöd ist, weil nicht alle diese Wanderröte haben oder die kann halt auch mal so aussehen wie bei mir, dass man die nicht erkennt als solche.
Ja, jedenfalls bin ich dann ganz froh, dass ich die Wanderröte hatte, weil ansonsten merkt man das erst wieder so in Stadium 3, wenn es schon wirklich krass wird. Also wenn das schon auf die Nerven geht und man diese chronische Hauterkrankung kriegt. Ja, ich habe jetzt das Antibiotikum schon über die Hälfte genommen und langsam merke ich das. Also ich bin zum Glück jemand, der sonst Antibiotika immer voll gut verträgt. Ich habe da nie Probleme mit. Aber das ist halt ja nicht nur ein so ein selektives, sondern wie gesagt Breitband. Das wirkt gegen ganz, ganz viel und das wirkt natürlich auch gegen körpereigene Bakterien im Darm und so. Und langsam merke ich das, weil mir schon irgendwie jeden Tag schlecht ist. Aber ich habe zum Glück sonst noch keine Beschwerden, also keinen Durchfall oder sowas. Aber ich bin halt immer müde und so wollte ich mir irgendwie meine freie Woche dann auch nicht verbringen. Ja, aber gehört zum Leben dazu. Und ich bin ja froh, dass es dann wenigstens gegessen ist mit der Borreliose. Hoffe ich jedenfalls. Und ja, das Problem ist, man kann das auch nicht kontrollieren. Also man kann nur einen Antikörpertest machen. Der kann einem aber nur sagen, ob man irgendwann mal Borreliose hatte und nicht, ob man akut infiziert ist. Also der Test kann nicht unterscheiden, ob ich jetzt noch infiziert bin oder nicht mehr. Das kann man halt nicht feststellen. Wenn man offensichtlich den Erreger selber nicht nachweisen kann. Ja, naja. Ja, darüber hinaus gehen Infektionszahlen vor einer ganz anderen Krankheit hier gerade munter hoch. Und es ist jetzt in der zweiten Welle schon hier bei uns viel, viel schlimmer als in der ersten, weil hier war ja in der ersten wirklich nichts. Hier war es total ruhig. Und jetzt haben wir pro Tag so viele Neuinfektionen, wie wir damals, glaube ich, in den ganzen paar Monaten hatten. Ist auch spannend, wie es mit der Hochschule weitergeht. Also ja, heute ist Donnerstag, Montag fangen die an. Es gibt immer noch keinen Stundenplan. Wäre schon geil, wenn man das langsamer wüsste. Und an sich heißt es ja, es gibt Präsenzunterricht. Einige werden wohl ausnahmsweise noch online stattfinden. Und manche, also in anderen Studiengängen gibt es wohl auch hybride Veranstaltungen. Das heißt, da kannst du dir dann aussuchen, gehst du hin oder guckst du den Stream. Aber wir sind natürlich ein kleiner Studiengang mit wenig Leuten, da werden die halt nicht beides anbieten. Insofern mal abwarten. Wenn jetzt die Zahlen weiter so steigen, sehe ich das irgendwie nicht mit Präsenzunterricht. Das hat bei den Klausuren schon mal so funktioniert. Also naja, mal sehen. Also es gibt wohl jetzt so ein QR-Code an jeder Tür, da muss man dann scannen, wenn man reingeht, damit die wissen im Zweifelsfall, wer mit einem im Raum war. Ja, aber es wird alles sehr spannend. Und ansonsten zeige ich euch jetzt so ein bisschen. Wir waren gestern in Halle, da habe ich ein bisschen mit meinem Handy gefilmt, weil ich ein neues Handy habe seit ein paar Monaten, weil mein altes langsam den Geist aufgegeben hat. Und das hat eine viel bessere Kamera. Und ich habe mal geguckt, wie da die Bildqualität ist. Und wenn das was taugt, schneide ich das hier mit rein. Und ja, viel Spaß. Hier, guck, hier ist ein Pinguin. Ja, ich sehe es. Mit Schneeflocken auf der. Ja. Aber die Eule ist. Achso. Eule ist. Was ist das da? Das ist ein Fisch. Ein Fisch? Ja, ein Fisch. Ach nee. Wo ist denn das ein Fisch? Naja. Doch, es soll ein Fisch sein. Das ist ein Fisch. Ich kann aber nicht erkennen, wo vorne und hinten ist. Der sieht seltsam aus. Ja, da ist vorne. Ja. Da ist hinten. Da fehlen nur so ein paar Flossen, der kann nicht lenken. Fehlen so ein paar lebenswichtige Körperteile, würde ich sagen. Ja. Ja, Mietzi macht uns wieder ein bisschen Sorgen. Die war wieder einen ganzen Tag nicht zu Hause und
Wir wissen nicht, wo sie war, aber irgendwas ist passiert, weil sie dann wieder hier war, war die ganz verstört und ganz verängstigt und hat wohl auch ganz lange nichts getrunken gehabt. Ja, und irgendwas hat sie wohl mit ihrer einen Pfote, das beobachten wir noch. Wir können nicht genau sagen, mit welcher sie was hat. Sie geht halt ein bisschen komisch. Und die ist halt wieder total ängstlich und zuckt bei jedem Geräusch zusammen und mag nicht angefasst werden. Irgendwas ist wohl passiert. Das kann sein, weil im Moment hier sind halt rundherum überall Studentenhäuser. So. Also hier wohnen fast nur Studenten. Im Moment ziehen hier ganz viele Leute ein und aus. Das kann sein, dass sie wieder, weil sie neugierig ist, dann halt irgendwo reingeflitscht ist und entweder in einem Keller oder in einem Umzugswagen eingesperrt war. Und ich denke, vielleicht hat jemand sie dann da quasi wieder mit Gewalt rausgezerrt. Ich weiß es nicht. Oder jemand hat sie mitgenommen und weil er gedacht hat, sie wäre eine Streunerin. Also wir wissen nicht, wo sie war und was passiert ist. Sie kann es uns ja nicht sagen. Aber jetzt ist sie erstmal wieder hier. Die hat sich dann auch gestern relativ schnell wieder beruhigt. Aber wir müssen mal gucken, was sie mit ihrem Pfötchen hat. Und jetzt muss sie erstmal, jetzt bleibt die erstmal hier und erholt sich. So, ihr seht mich vor meinem Bücherregal, weil ich gerade ein paar Videos gefilmt habe. Ja, kurzes Update zu unserer Katze. Wir waren gestern dann mit ihr beim Tierarzt, weil sie mit dem Bein was hatte. Also sie wollte halt erstmal überhaupt nicht mehr aufstehen. Es sah ja erst noch alles ganz normal aus und dann hat sie sich mit der Pfote immer mehr angestellt, also dass sie nur noch auf drei Beinen gegangen ist und dann, wie gesagt, wollte sie nicht mehr aufstehen. Und dann sind wir zur Tierärztin gefahren. Und ich habe ja Verständnis, dass wegen der Pandemie alles ein bisschen anders ist. Also man kann natürlich jetzt nicht mehr einfach in die Sprechstunde kommen, ist klar. Das heißt, wir haben halt angerufen und dann kriegt man einen Termin. So weit, so gut. Aber die haben anscheinend dreimal dieselbe Uhrzeit vergeben. Also die machen anscheinend immer drei Termine auf eine Uhrzeit, weil mit uns kamen noch zwei andere Leute und wollten ihre Tiere dahin bringen. Was ich dann schon irgendwie seltsam finde. Und entsprechend husch husch war das dann halt auch alles. Also ich durfte halt mit ihr dann alleine rein. Also klar, man muss halt draußen warten. So, mein Freund durfte gar nicht mit rein, immer nur einer, auch das kann ich verstehen. Und klar, ins Behandlungszimmer darf man auch nicht mit rein, weil es klar, weil theoretisch könnte ja jeder infiziert sein, der da reinkommt und dass man nicht einen möglicherweise Kranken in einen sterilen Bereich lässt, ist auch klar. Aber ja, sie hat dann meine Katze mitgenommen, kam dann ein paar Minuten später mit ihr wieder raus und meinte, sie hat eine Zerrung, das ist ja schon mal soweit so gut. Also, dass nichts gebrochen ist, ist mir schon klar gewesen, dann hätte sie sich auch anders benommen. Aber meine Katze ist halt ein zäher Hund und wenn die da liegt und will nicht aufstehen, muss die richtig arge Schmerzen haben. Ja, sie hat wie gesagt eine Zerrung. Und dann hat sie ihm gesagt, ja, warten Sie mal, das sollte jetzt in 3 Tagen oder so wieder weg sein, sonst kommen Sie nochmal wieder. Und dann wollte die schon wieder weggehen. Ich so, ja, haben Sie ihr jetzt irgendwas gegeben oder wie jetzt? Und sie meinte dann, ja, sie hat ihr ein Schmerzmittel gegeben. Das war das, was mir eigentlich wichtig war, weil die, wie gesagt, die muss arge Schmerzen gehabt haben. Und sie hat ihr dann irgendwie noch was für einen Stoffwechsel gespritzt, was ich nicht ganz verstehe, aber hey, ich bin auch keine Tierärztin. Das hat sie aber mal wieder wohl nicht vertragen. Ob das eine gute Idee ist, einer nierenkranken Katze irgendwas für den Stoffwechsel zu spritzen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die da in dem Moment dran gedacht hat, weil das, wie gesagt, das war alles irgendwie so schnell husch husch, weil da ja noch zwei andere Leute vor der Tür standen. Ja, das hat mich ein bisschen genervt. Ich bin langsam ein bisschen enttäuscht von dieser Tierärztin. Und ja, ich fand das irgendwie nicht so cool, vor allem weil die dann irgendwie immer so eine Art hat, als wäre man unverschämt, weil man als Kunde dahin kommt. Also, keine Ahnung. Jedenfalls ging es der Katze dann gestern nicht so gut wegen diesem Zeug, was sie ihr gespritzt hat. Aber jetzt mittlerweile ist sie wieder fit. Also sie läuft noch, sie läuft erstmal wieder so. Sie läuft ein bisschen vorsichtig, aber sie tritt auch schon wieder auf mit dem Fuß. Wollte auch unbedingt raus und wir wollten erst nicht, aber da man das nervlich nicht aushält auf Dauer, haben wir sie dann vor die Tür gelassen, weil die halt dann ansonsten auch schon wieder einen normalen Eindruck machte. Ja, dann haben wir sie halt rausgelassen, gedacht, naja, musst du merken, ob es geht oder nicht. Und dann, ja, ist aber alles okay. Wie gesagt, sie ist ein bisschen vorsichtig noch mit ihrem Füßchen. Aber sie läuft jetzt schon wieder und tritt auch wieder damit auf. Und dann hoffen wir, dass das in ein paar Tagen wieder okay ist. Aber die Tierärztin hat mich ein bisschen aufgeregt gestern. Hinter mir seht ihr mein Bücherregal. Und das werde ich jetzt ausräumen. Und ihr könnt zugucken. Und ja, ich hatte das neulich schon mal in diesem Mini-Vlog nach dem Praktikum erwähnt, dass mich das nervt, wie das aussieht, weil da so viel Krempel drin steht und die da auch so keine erkennbare Struktur mehr drin ist. Und ich werde das jetzt alles neu sortieren.
und dachte, ich kann ja mal so ein bisschen mitfilmen. Ja. Also hier war doch irgendein Buch, wo ich neulich gesagt habe, das schmeiße ich jetzt mal raus. Hier. Das da. Diese Dinger hier können auch gleich mal raus. Da muss ich meinen Freund fragen, wo das hin soll. Da habe ich mal irgendwie vom Wichteln, glaube ich, bekommen. Aber ich glaube, die muss auch nicht mehr unbedingt hier stehen. Hier, das sind so Ü-Ei-Dinger, muss ich auch mal fragen. So, die muss auch hier raus. Und dieses Ding. Das ist ein Laufkäfer, habe ich schon mal gezeigt, aus einer Bestimmungsübung. So präpariertes Ding halt. Die Nadeln könnte man jetzt auch rausmachen. Die sind, wie ihr seht, gehen die nicht durch den Käfer, bis auf die eine da. Die sind nur dazu da, dass die Beine halt so bleiben in der Position, bis das halt getrocknet ist. Sieht ein bisschen aus wie eine Voodoo-Puppe, aber der staubt halt ein und ich habe nicht so einen Glaskasten oder also so einen Setzkasten, habe auch nicht vor, mir sowas anzulegen. Von dem trenne ich mich jetzt, glaube ich, auch mal. Guten Morgen aus dem Auto. Ja, es ist Wochenende und wir haben gedacht, wir fahren heute mal in den Harz. Und es kann sein, dass es sehr nass wird und sehr windig und dass wir keine Vögel sehen. Aber ja, es wäre halt schön, weil es da so ein paar eher bergmäßige Arten gibt, die wir halt sonst hier nicht sehen. Also Tannenheer und so wäre schon schön. Ja, und irgendwelche Volldeppen haben heute Nacht unsere Haustür eingetreten. Und zwar muss die offen gestanden haben, weil es nur die äußere Scheibe kaputt und die Splitter lagen alle drin. Also wahrscheinlich haben die Nachbarn, die zuletzt nach Hause gekommen sind, die offen stehen gelassen. Und beim Nachbareingang hat auch jemand alle Fahrräder umgetreten. Ich verstehe sowas nicht. Also so aus Spaß macht man sowas schon gar nicht. Und was auch immer dein Problem ist, da die random Leute an deren Haus du vorbeilatschst, die können vermutlich nichts dafür. Ich verstehe nicht, was das soll. Und selbst wenn sowas mal irgendwie aus Versehen passiert, weil man vielleicht irgendwas Schweres trägt oder was und knallt das aus Versehen in das Glas rein, dann kann man es ja wohl wenigstens auffegen. Und wir haben das jetzt halt alles aufgekehrt wegen unserer Katze, die hatte eh schon kaputten Fuß, damit die sich das halt nicht reintritt. Ja. Überhaupt so zu der Katze, die, also wir waren nochmal bei einem anderen Tierarzt dann am Montag und der hat sich das halt mal vernünftig angeguckt. Und hat festgestellt, nein, sie hat keine Zerrung, ihr fehlt ein Stück vom Fußballen. Und da frage ich mich halt schon, wieso hat die andere das nicht gesehen? Aber die hat ja auch keine 5 Minuten geguckt, die hat einfach eine Spritze reingejagt und mich wieder nach Hause geschickt. Und wir sind jetzt halt sauer auf die und werden da jedenfalls nicht mehr hingehen. Ja gut, wir können ihr leider trotzdem nicht helfen, wir können nur 3 Wochen warten, ob es jetzt gut abheilt oder nicht. Und dann, wenn halt nicht, dann müsste es operiert werden, aber es ist jetzt auch nicht entzündet oder so. Ja, naja.
Und jetzt fahren wir in den Harz wandern. Ja, und ich versuche mich jetzt einfach nicht aufzuregen. Das ist schon übel. Das sind ja wahrscheinlich nicht nur Hunderttausende, sondern Millionen tote Fichten hier. Wenn das hier bis zum Horizont sind, das sicher schon mehrere Hunderttausende und das geht ja im ganzen Harz so weiter. Kurzes Update mal wieder. Ja, das ging tatsächlich ziemlich schnell. Wir haben unten unsere Haustür ausgetauscht. Dafür, dass das erst Samstag passiert ist und heute Montag ist, finde ich das ziemlich flott. Wir haben halt am Samstag, als wir das gesehen haben, ja die ganzen Glasscherben aufgefegt wegen unserer Katze, damit die da nicht reintritt. Aber dadurch, dass das halt die äußere Tür ist und ihr habt ja das Bild gesehen, da war jetzt ein Loch drin, aber halt jedes Mal, wenn jemand die Tür auf und zu macht, sind da wieder Splitter rausgebrochen und das sah dann halt immer kurze Zeit später wieder aus wie vorher. Zum Glück sind das alles keine scharfkantigen Splitter, trotzdem ist das halt einfach blöd und ja, deswegen bin ich sehr froh, dass das jetzt wieder alles in Ordnung ist. Ja, und wie ihr seht, habe ich mich heute ein bisschen hübsch gemacht, weil jetzt Herbst, Winter ist für mich meine Kleidersaison, in der ich mal wieder ein paar hübsche Kleider anziehen kann und so. Seit einem Jahr oder so habe ich auch mehr so ein Faible auch für Vintage und so 50s mäßige Kleider. Ja, und ich trage halt, wie gesagt, eigentlich nur so im Winter Kleider aus dem einfachen Grund, oder es sind halt zwei Gründe, weil zum einen hat das mit meinen Füßen oder Beinen zu tun. Also ich habe halt zwei ungleich lange Beine und entsprechend ist auch alles mit der Rücken und alles, was dranhängt, ist schief und krumm und kaputt und nicht schön. Und deswegen muss ich halt immer Einlagen tragen, die recht dick sind, was heißt, ich brauche Schuhe, die mindestens über den Knöchel gehen, also Stiefel, Stiefeletten, Chucks und alles, was niedriger ist, geht in der Regel nicht, weil der Schuh dann so flach ist, dass mit der Einlage drin einfach hinten mein Hacken rausrutscht, weil der Schuh dann einfach für mich mehr noch nur noch ein Latsch ist. Und entsprechend kann ich halt auch keine Sandalen tragen, weil da gehen halt meine Einlagen nicht rein, weil das halt offene Schuhe sind. So, und das heißt, Schuhe, die gut zu Kleidern aussehen, sind im Sommer für mich eher schwierig, weil halt Stiefel und Stiefeletten zu warm sind und ja, so weiter, ne? Die paar Kleider, die auch zu Chucks gut aussehen, die trage ich dann halt natürlich auch. Aber ansonsten ist halt eher der Winter für mich so Kleidersaison. Und ja, zum anderen hat das einfach damit zu tun, weil ich ja nun mal studientechnisch viel draußen im Gelände rumspringe. Da sind Kleider halt einfach unpraktisch so. Und deswegen, ich trage im Sommer kurze Hosen, Arbeitshosen, Hosen, weil Kleider halt einfach nicht geländegängig sind so. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt wieder sehr auf Herbst und Winter und dass ich dann wieder so mehr hübsche Kleider anziehen kann. Musik
Ja, heute ist Samstag und heute machen wir was Besonderes. Ich fahre gleich nach Magdeburg und treffe mich da mit jemandem allgemein. Das ist im Moment schon was Besonderes. Als ich noch in Bonn gewohnt habe, war eins meiner besonderen oder meiner Haupthobbys japanische Lolita-Mode. Das ist so, ja, seht ihr ja dann gleich, hat so eine besondere Silhouette, so knielange, glockenförmige Röcke, war ursprünglich mal inspiriert von viktorianischer Kindermode und hat aber mittlerweile auch viel Einflüsse aus den 50s und was weiß ich woher. Da habe ich jemanden kennengelernt, die auch noch nicht so lange hier wohnt. Seit ich hier wohne, komme ich halt nicht dazu, weil die eine Community, die es gibt in der Nähe, die treffen sich dann meistens so, dass es für mich terminlich nicht passt, weil ich habe ja durch mein Studium nicht so viel Zeit, also bin da terminlich nicht so wirklich flexibel. Ja, und da kann ich dann meistens nicht und zudem ist das für mich auch sehr weit weg und wäre für mich insgesamt halt auch sehr zeitaufwendig und sehr teuer, auch um da hinzufahren. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das heute mal klappt und ja, dann seht ihr, wie ich denn gleich aussehe. Ja, wir sehen uns mal wieder im Auto, denn ich fahre jetzt meine Wasservogelzählung machen. Und dann nehme ich euch ein bisschen mit, weil heute bin ich alleine. Normalerweise kommt mein Freund mit, aber dem geht es heute nicht so gut, der hat Migräne. Und deshalb fahre ich jetzt alleine. Und genau, also viel zu sehen gibt es wahrscheinlich auch nicht, weil das halt auch schwer ist, Vögel auf die Entfernung zu filmen, sodass ihr die auch noch sehen könnt. Also ich habe halt ein Spektiv dabei, ein Fernrohr. Und das ist schwierig, da mit dem Handy durchzufilmen. Ja, seht einfach ein bisschen, was da so ist. Also das ist eine alte Kiesgrube, die, glaube ich, zum Teil auch noch in Betrieb ist. Jedenfalls waren das eigentlich mal zwei Wasserbecken und mittlerweile ist es nur noch eins, weil sie irgendwie den Damm da weggeschaufelt haben. Und irgend so ein Förderwerk ist da in der Mitte auch noch. Aber an sich ist das Gebiet halt geflutet und ich zähle eben, was da ist. Ich erwarte vor allem viele Gänse, aber es könnte theoretisch auch noch alles mögliche andere da sein. So, das hier ist mein Gebiet, also im Grunde wie ein See. Ich persönlich finde ja, dass diese zwei Schilder sich dezent widersprechen. Ja, letztes Mal, da war es noch warm im August, da waren hier noch sehr, sehr viele Badegäste rund um den See. So, und der geht in die Richtung noch sehr, sehr weit nach hinten durch. Und es ist verdammt kalt und windig. Ja, das habe ich so gar nicht erwartet. So kalt war es die letzten Tage noch nicht. Und hier ist es halt echt windig wie am Meer. Aber hilft ja nichts.
damit sind wir eigentlich auch jetzt schon am Ende von diesem Vlog. Kurze Anekdote noch zum Schluss. Meine Nachbarn von unten haben gestern lautstark eine große Party gefeiert und das war sehr nervig. Also die haben ziemlich früh angefangen, haben wahnsinnig laut Musik gehört, wahnsinnig schlechte Musik, aber das ist ja Geschmackssache. Und das haben die eine Zeit lang hier täglich gemacht. Und jetzt gerade seltener wegen Corona, aber gerade deshalb regt mich das halt doppelt auf, davon abgesehen, dass das wegen dem Lärm wahnsinnig nervig ist. Meine Katze hat die ganze Zeit Angst und mich nervt dieser Egoismus, weil wir, also auch wenn jetzt hier nicht so viel los ist, hier ist jetzt schon sehr viel mehr Corona los, als es im Frühjahr jemals war. Und dann kann man sich ja vielleicht auch einfach mal zusammenreißen. Aber nein, da war die Hütte voll und es war super laut. Und alle halbe Stunde hat sich das auch irgendwie ins Treppenhaus verlagert. Dann haben die da mit den Türen geknallt und rumgeschrien und das hat alles super genervt. Und ja, so gegen eins sind wir dann mal runtergegangen, weil wir gesagt haben, hey Leute, wir müssen um sechs wieder raus. Könnt ihr vielleicht jetzt langsam mal die Musik ausmachen? Es hat eine Weile gedauert, bis die gerafft haben, was wir von denen wollen. Die hatten auch alle gut ein Sitzen. Ja, aber denen ist so der Arsch auf Grundeis gegangen. Das ist das Eigentliche, was ich euch erzählen will. Das war so lustig, weil die haben Angst gehabt, die Tür aufzumachen. Und wir haben die hinter der Tür diskutieren gehört. So, ja, nein, du musst erst mal gucken. Und die haben halt Angst gehabt, wir sind die Polizei. Aber ganz ehrlich, wenn die Polizei kommt, bringt es, glaube ich, nichts, dich totzustellen bei der Lärmkulisse im Hintergrund. Ja, aber die waren dann halt froh, dass es nur wir waren und haben dann gesagt, ja, ja, sie machen die Musik aus. Das hat dann noch eine Stunde gedauert, bis die wirklich aus war. Also es war dann immer mal Anlage an, Anlage aus, dann haben wir die diskutieren hören. Weil die, klar, die Leute, die nur zu Gast hier sind und deren Nachbarn es ja nicht sind, die sich beschweren, denen ist das dann auch gerne erstmal egal. Und gerade in dem Zustand, dann sind die hier laut, tschüss schreiend, alle noch durchs Treppenhaus gepoltert. Und dann so gegen zwei war Ruhe. Ja, wenn das nichts gebracht hätte, hätten wir vielleicht auch wirklich die Polizei gerufen. Dann hätten die alle noch 250 Euro zahlen können, weil sie überhaupt eine Party gefeiert haben. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. Also ich muss sagen, ich hatte mir die Nummer schon rausgesucht, weil mir das halt richtig auf die Nerven gegangen ist. Vor allem, weil es halt eine Zeit lang permanent war. Und es ist mitten in der Woche. Und naja, also mich einfach dieses Egoistische und Rücksichtslose nervt mich halt sowohl wegen dem Lärm als auch wegen der Pandemie. Aber wir sind dann halt runtergegangen. Also ich wollte halt alleine nicht runter, weil Betrunkene sind mir nicht geheuer. Ich habe immer Angst, die gehen auf mich los. Und ja, dann sind wir halt zusammen runtergegangen. Und im Endeffekt haben die ja dann auch mit sich reden lassen. So, die waren halt froh, dass wir nicht die Polizei sind. Hätte das jetzt nichts gebracht und die hätten einfach weiter gelärmt, dann hätten wir wohl das wohl gemacht. Aber das wäre halt irgendwie auch arschig gewesen, einfach gleich die Polizei zu rufen. Ohne das vorher nochmal zu versuchen und auch, man soll ja auch erst die Polizei rufen, wenn Reden nichts bringt. Vorher muss man die ja auch nicht umsonst hierher bemühen. Wobei die Siedlung hier kennen, die sind häufiger hier wegen Lärmbelästigung, weil das halt so eine Siedlung ist, wo auch nur Studenten wohnen und hier ist viel Partylärm. Und ja, deswegen, die hätten auch schon gewusst, wo sie hinfahren müssen. Und irgendwo weiter hinten war noch eine Party, weil den Lärm haben wir dann erst gehört, als die hier unten ruhig waren. Aber ja, ich glaube, ich neige dazu, auch erst Stress so wirklich häufig hinterher zu merken manchmal. Also jedenfalls, als dann der Lärm weg war, ist das so von mir abgefallen. Ich habe das vorher gar nicht gemerkt, wie sehr mich das belastet hat. Aber ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt anfangen zu weinen vor Erleichterung, weil endlich der Lärm weg ist. Und ja, das war schon echt nervig. Aber es war sehr lustig, dass die Angst vor uns hatten. Und die eine meinte dann noch so, ja, und ihr habt doch eine Katze, ne? Ich so, ja. Ja, die ist voll süß. Und ich dachte so, das sagst du nur, um dich einzuschleimen. Ich weiß, dass du meine Katze nicht magst. Aber naja, gut, so viel dazu. Immerhin waren die dann ja nett und haben auf uns gehört, so. Und ja, das soweit noch von mir. Der Oktober ist jetzt fast rum, deswegen beende ich auch den Vlog. Das Video ist ja eh schon lang genug. Und ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.